Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Ja, wir erweitern uns gerade wieder stetig. Wir haben jetzt endlich mal eine Frakturstation und müssen mal gucken, was jetzt noch so benötigt wird. Also Psychiatrie ist schon wieder überlaufen, Allgemeinärzte wie immer. Das ist schon fast in jedem Krankenhaus so. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Allgemeinärzte und es ist trotzdem immer noch zu voll. Ja, was machen wir da? Wir mussten eine zweite Station schon bauen, weil auch die restlos überfüllt war. Ja, jetzt gucken wir mal, was als nächstes so kommt. Wir bilden auch gerade wieder einen Psychiater aus. Da müssen wir auch nochmal gucken, wie viele wir haben. Ja, weil ich glaube, da müssen wir einfach nochmal nachrüsten. So, und ich sehe gerade, vielleicht haben wir auch zu wenig Krankenpfleger. Wir den mal noch rein. So, DNS-Labor, ja, das muss auch erstmal noch warten. Wir brauchen auch mal so langsam ein Forschungszentrum, damit wir hier überhaupt mal den ersten Stern auch bekommen. So, und natürlich Klimaanlagen. So, der VIP war beeindruckt, wir kriegen 15 Ruf. Der ist sowieso schon wieder auf das Maximum gestiegen. Ja, die Chirurgie, da müssen wir noch mit warten. Das nützt nichts. So, hier hinten vielleicht die Forschung rein. Obwohl, das wäre ein bisschen zu klein, glaube ich. Abrundungstherapie, ja, und wird auch zu teuer. Wir haben jetzt gerade kein Geld. 22.000 Verlust haben wir sogar gemacht im letzten Monat. Da muss schleunigst Geld wieder reinkommen, Leute. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Da muss Geld reinkommen. Ja, was machen wir mit der Psychiatrie? Da muss auch irgendwie was passieren. Oh Mann. Es passiert nicht oft, dass sich Agathas viel, ja, die eigenbrötlerische Leiterin der Orbi-Stiftung, in der Öffentlichkeit blicken lässt. Aber Patienten eines örtlichen Krankenhauses konnten heute einen Blick auf sie erhaschen, als sie die Klinik besuchte. Ob sie auch versucht hat, jemanden einer Gehirnwäsche zu unterziehen, ist nicht bekannt. So, für Stufe 4 brauchen wir hier noch irgendwas. Ah, jetzt haben wir schon wieder kein Geld mehr. Minus 10.000. Ja, da warten wir mal kurz auf die Kohle. Wir entschuldigen uns für den Müll, den so, da kommen wir auf Stufe 4. So, na komm. Da ist die Kohle. So, wir gucken nach einem Psychiater. Nehmen wir den mal. Der kann dann auch gleichzeitig vielleicht mal in der Radiologie arbeiten. Sollten wir eine haben. So, 90 Tage ohne Todesfall. Okay, das war schlecht, dass wir das jetzt angenommen haben. Krankenpfleger zur Station, bitte. Ja, ich hoffe, dadurch entspannt sich das jetzt zumindest ein bisschen. So, hier sieht es auch sehr wüst aus. Vielleicht nochmal einen Hausmeister, der hier ein bisschen sauber macht. So, wir haben hier Behandlungsräume, aber so wirklich viele kommen da immer nicht hin. Mal gucken, was haben wir für Preise. Oh, geht so. Geht so. So, die Leute sollen natürlich auch nicht stehen. Objekt ist zu teuer. Bitteschön. Chirurgie haben wir nicht. Können wir überhaupt nicht annehmen. So, die ganze Zeit haben sie über Frakturstationen gemeckert hier, dass sie keine haben. Und ein Patient liegt hier. Also da kann auch ruhig mal mehr kommen. Okay, Allgemeinärzte haben sich wieder ein bisschen entspannt. Ich schaffe 90 Tage ohne Todesfall, wird wohl auch nichts.
Gerade überlegen, wie wir das hier aufbauen, weil das doch ziemlich breit ist. Okay, wir sind zumindest wieder im Plus hier. So, allgemein, Ärzte sind doch wieder ein bisschen überfüllt. Obwohl die so ziemlich alle bestückt sind. Was gibt es denn noch? Es gibt auch in den Einstellungen, glaube ich, noch etwas, was man einstellen kann. Wo war das denn noch? Spiel, oder war das hier noch irgendwo? Ich war da vorne, disgustig. Genau, Richtlinien. Ich mich bei meinen treuen Schnellbehandlungsentscheidung. Keine Diagnose Personal darf Patienten, deren Diagnosesicherheit den Diagnoseschwellenwert erreicht hat oder überschreitet, automatisch zur Behandlung schicken. Das machen wir mal und setzen das Ganze ja auf 90%. Das kann ruhig so bleiben. So, hat er das jetzt übernommen? Ja. Vielleicht entspannt sich das dann dadurch ein bisschen. Weil normalerweise gehen die Patienten zum Allgemeinarzt, dann in die Diagnose und wenn dort was festgestellt wird, nochmal zum Allgemeinarzt, um das Ganze dann zu eröffnen und ja, die Behandlung festzulegen. Und so kann das von dem Diagnosepersonal direkt festgelegt werden. Und ich meine, bei 90% Sicherheit, was soll da schon passieren? So, Chirurgie und DNS lehnen wir erstmal nochmal ab. Okay, Psychiatrie entspannt sich gerade so ein bisschen. Okay. Abrundungstherapie müssen wir halt, wie gesagt, noch erforschen. Da haben wir jetzt 19.000 plus gemacht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Forschung. Das nützt nichts. Wollen wir denn dafür mal einen Kredit aufnehmen? Ich weiß nicht. Haben wir einen reinen Forscher? Nee, das nicht. Aber wir hätten hier einen, den wir so ein bisschen ausbilden können dazu. Machen wir auch mal. Zack, bitteschön. Kostet uns zwar erstmal wieder Geld, aber so ist das eben. Wir mal ein bisschen komischer. So, Forschungsstation, die kann hier ran. Und der Forschungsschreibtisch. Fangen wir mal hier irgendwie ran. So, da brauchen wir natürlich noch irgendwie ein paar Supercomputer. Aber bauen wir vielleicht erstmal das Forschungszentrum. Erweitern können wir das immer noch. Ganz schön teuer. So, ein paar Server. Bonjour. Darf ich Ihnen Ihren Mantel abnehmen? Setzen Sie sich doch. Was möchten Sie trinken? Ich bin Chefkoch Ricky und in der heutigen Sendung serviere ich Infos zum Thema Essen. Guten Appetit. Boah, da müssen wir gleich noch eine hinstellen. So, viele Klimaanlagen hier drin. Ja, wir sind immer noch im Plus. Befördere 3 Mitarbeiter. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hier mit der Zeit. Gucken wir mal. Und Abrundungstherapie müssen wir mal erforschen. So, dann gehen wir mal zu Personal und gucken mal nach unseren Ärzten. Und sagen er hier, er soll nur forschen. Alles andere soll er nicht machen. Nacktes Entsetzen in der Psychiatrie. Ja, das machen wir mal. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Sollte hinhauen. Patienten nach Hause schicken. So, hier brauchen wir dann vielleicht auch noch mal ein paar Pflanzen. Palme. Palme. Und ein paar Yucca-Palmen. So, wunderbar.
Vektors weniger krank. So, dann haben wir hier nämlich nochmal Platz. Ja, 35.000 machen wir plus. Sehr gut. So muss das sein. Ja, und dann können wir das, wenn das erforscht ist, mal den Behandlungsraum bauen, damit wir hier den ersten Stern uns mal holen. So, Psychiater ist wieder überfüllt, aber das liegt, glaube ich, eher im Notfall gerade. Ansonsten sieht es doch erstmal gut aus jetzt. Ja, Wahnsinn, Leute. Das endet immer in Stress aus hier. Vielleicht können wir noch mal eine Ausbildung starten. Psychiatrie 3. Das können wir den machen. Genau, da soll mal ein Gastausbilder ran, damit der jetzt hier auch noch wegfällt. Oh, der ist gestorben hier. Schade. Aber 3 haben wir schon geheilt. Damit haben wir auf jeden Fall den Notfall dann auch schon wieder erledigt. Bekommen da ein bisschen Belohnung für. Die volle Belohnung bekommt man immer, wenn man alle heilt. Das gelingt aber meistens in den geringsten Fällen. Ja, Abrundungstherapie müssen wir erstmal erforschen. DNS-Labor ist zu teuer, glaube ich, momentan. Okay, jetzt machen wir gut plus hier, 75.000 im letzten Monat. So, genau, 4 von 7 haben wir geheilt, das reicht doch. Schicken wir nach Hause. Chirurgie, schicken wir nach Hause. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. ja, das variiert tatsächlich immer mal stark. Krankenhausattraktivität von 60% ist, glaube ich, auch easy zu erreichen. Krankenhauswert haben wir schon weit überschritten. Wird wahrscheinlich beim zweiten Stern dann wieder kommen. So, ich warte. Ja, ich wollte es gerade sagen. Der hat mich gerade daran erinnert, dass mal wieder eine Epidemie kommen kann. Aha. Ein Arzt zum Auflösungslabor, bitte. Ja, die geht nur komisch, glaube ich. Ah, guck mal, ja. Na, komm her. Hey. Echt schnell unterwegs. So, 5 Infizierte noch. Der geht nur komisch. Da ist einer. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So, hier ist auch noch immer ordentlich was los. Der rennt auch nur komisch. Der da oben auch. So, 4 Infizierte haben wir noch irgendwo. So, können wir mal den nächsten Lehrgang direkt starten hier. Psychiatrie 2. Würde ich den gerne reinholen. Der Gastausbilder. 8 Infizierte. Okay, es muss irgendwo ein Herd geben. Und nicht mal die finden wir. Also es soll hier irgendwo 8 Infizierte geben. Sehen für mich alle normal aus. Keiner, der hier übermäßig viel Sport macht. Sie ist aber schon geimpft. Sie kann es nicht sein.
Ja, welche, die sitzen vielleicht? Ein Krankenpfleger wird zur Frakturstation gebeten. Da ist eine. Ach Mann, Leute, 7 Leute. Keine Ahnung, wo hier noch einer sein soll. Ich bin ehrlich, ich mag das nicht. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Hier die Leute mal raussuchen. Ja komm, impfen wir jetzt noch 2 und dann ist okay. Ein noch, zack, hier, bitteschön. Minus 12 Ruf. Dann ist das so. Kann ich auch nicht ändern. Ja, befördere 3 Mitarbeiter, kriegen wir wohl auch nicht mehr hin. Bilde 3 Mitarbeiter weiter, das schon eher. So, Patienten nach Hause schicken. Chirurgie haben wir immer noch nicht. Krankenpfleger bräuchten wir vielleicht nochmal. Beginnen wir als kleiner Gaumenkitzler mit einem Tipp. Wenn ihr das nächste Mal Mayonnaise zubereitet, fügt doch etwas Salz und Pfeffer hinzu. So verdoppeln sich nicht nur die Zutaten, sondern auch gleich der Geschmack. Einfach, aber sehr wirkungsvoll. So, jetzt haben wir gleich das erforscht, was wir für den ersten Stern benötigen. Sehr schön, und starten gleich das Upgrade dafür. So, Abrundungstherapie, da ist er. Ja, muss sowieso ein bisschen größer ausfallen. Ja, dann gucken wir mal hier mit der Klimaanlage. Da eine und hier nochmal eine hin. Palmen. So, auf Stufe 4 kommen wir dann hier auch. Sehr schön. Wäre natürlich wieder ein teurer Spaß hier gerade. Aber muss sein. So, auch hier eine Bank. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. So, und wenn die gleich fertig ist, hier die Ausbildung, machen wir eine weitere, damit wir hier das Ziel erreichen. So, wir gucken nochmal nach unseren Psychiatern. Da haben wir doch hier noch so ein paar Spezialisten. Die sollen auch ruhig nur Psychiater machen. Da haben wir dann schon mal 3 spezielle. Und guck mal, den hier können wir auch nochmal sagen. Der soll nur Psychiatrie machen. Das wird schon. Ja, echt riesig hier die Anlage. Kein Wunder, dass er ein bisschen größer ausfallen muss. Pixeliose, Auflösungslabor haben wir 1. Hier hinten. Ist sogar gerade besetzt. So, eine Beförderung. Bitteschön. Und dann gucken wir mal, was wir hier als nächstes machen können. Diagnostik vielleicht für den einen oder anderen. Stationspfleger, Fachärzte, ein Krankenpfleger. Noch gerne eine Fachärztin oder einen Arzt drin haben. Nehmen wir mal den hier rein hier. Ja, das reicht dann auch. Und das Ganze lassen wir ausbilden, damit dann nicht so viele Leute wegfallen. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Da
Der nächste Tipp vom Chefkoch Ricky betrifft Würzmittel. Manche sind der Meinung, dass man bei Soßen... So, Warteschlange sieht gut aus. Sollte, aber ich sehe das. Da kommen direkt die VIPs rein. Chirurgie, ja, schicken wir immer noch nach Hause. Das muss halt erstmal warten. Und Heidelbeeren. Und Senf passt sowieso zu allem. Experimentieren lohnt sich. Da gibt es völlig neue Geschmackswelten. Da fehlt ein Arzt. Ein Arzt in die Abrundungstherapie, bitte. Ja, wir haben aber auch keinen guten. Muss warten. Und das, obwohl wir hier oben Behandlungsräume haben, da fehlen auch überall Ärzte. Mensch. Aber so wenig Ärzte. Können ja nicht alle hier drin sitzen. Da sitzen zwei Ärzte nur. Das andere ist ein Gastausbilder. Für die Schocktherapie wird ein Arzt benötigt. Tja, aber reicht scheinbar. So, drei Mitarbeiter haben wir weitergebildet. Weiterbildung abgeschlossen. Das haben wir geschafft. Drei haben wir schon geheilt. Sehr gut, das schaffen wir auch, denke ich. Beförderung, bitteschön. So, dann haben wir das schon wieder. So, den bilden wir auch direkt weiter. Vier, was haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier. Das passt ja gut. Vier Psychiater für Psychiaterräume. So, DNS-Labor, wie gesagt, schicken wir auch erstmal noch auf die lange Bank. Wir bräuchten, glaube ich, noch ein paar Ärzte. Behandlung, ja. Behandlungskompetenz, warum nicht? Da ist jetzt einer drin. Dann setzen wir den da rein. Und kriegen ein paar Preise spendiert. Mal gucken. Ja, sehr schön. So langsam läuft's. So langsam läuft's, liebe Leute. Chirurgie, ja. So, ein gemütlicher Kiosk vielleicht mal. Den können wir da hinsetzen. Ein paar Spielautomaten. So, ein bisschen schick gemacht werden muss das Ganze hier natürlich auch. Der passt da nicht hin. So, wie sieht's aus? 7 von 7 Patienten haben wir geheilt. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das von der Zeit her schaffen. Aber schön, freut mich. Wollten Sie schon immer mal einen Frosch sehen? Dann kommen Sie ins Beverly Frog Sanctuary. Eine Handvoll verschiedener Froscharten sind nur eine Bootsfahrt oder eine Flugreise entfernt. Kommen Sie doch auf einen Hüpfer vorbei. So, Luxus-Snackautomat. Und Luxus-Getränkeautomat. Patient ist abgenibbelt. Ja, das ist so. Das passiert. So, Beförderung. Chirurgie und DNS-Labor können wir noch nicht. Heile 10 Patienten, ja, das sollten wir wohl hinkriegen. So, der Lehrgang ist auch wieder vorbei. Wunderbar. Forschung 3. Da holen wir den Forscher mal kurz raus. Der kann nämlich auch mal weitergebildet werden. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Ja, Hausmeister mit 12. Müssen wir auch nochmal gucken, ob das ausreicht. Kardiologie ist auch schon wieder befüllt. So, da wird ein Arzt erwartet.
Verstauen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. So, vielleicht noch ein paar normale Blumen. Da, wo es passt. Eine Beförderung. Da warten wir dann noch mit so alle 10 Patienten hier. Das haben wir geschafft. Ja, läuft doch ganz gut. Also ich glaube, wir brauchen trotzdem noch den einen oder anderen Hausmeister. Ja, nehmen wir den nochmal. Schauen wir gleich mal, dass wir vielleicht Hausmeister nochmal weiterbilden. So, Forschung 3 haben wir den beigebracht. Sehr gut. Ich möchte nämlich Geistjäger ein paar lernen. Wenn mal erstmal nur 3. Und dann befördern. Ja, wir verschönern die Gänge dann in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Bis dahin, liebe Leute.